Hallo Leute, da sind wir wieder. Call of Juarez und wir suchen Everell. Nee, die Drolltons suchen wir. Ja, mal gucken, wo die sind. Irgendwo müssen sie sich ja versteckt haben. Und mir fällt gerade auf hier, das Wasser, das sieht ziemlich geil aus, muss man schon sagen. Auch wenn der eine Teil der Grafik ja irgendwie meistens gezeichnet ist. Also die restlichen Sachen, die sind wirklich sehr, sehr gut gelungen. So, hier haben wir mal Fässer, da müssen wir wohl eins wegmachen. Sonst kommen wir da nicht durch. Volltreffer. So, jetzt. Jetzt geht's. Da ist noch eines. Hoffentlich macht das keine spontane. Fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. Spontane Explosion wollte ich sagen, deswegen habe ich es jetzt noch weggemacht. Bevor es uns dann um die Ohren fliegt, weil sonst jemand trifft. Oh, jetzt wird's sumpfig. Ihh, nasse Füße. Aha. Da laufen welche. It was tough to stay on a true course. So we kept an eye out for landmarks. Das sind dann wohl diese roten Fetzen hier, die Orientierungspunkte. Da haben wir wieder einen. Was für eine ungemütliche Gegend. Erinnert mich etwas an die Everglades in Florida. Abgesehen davon, dass da keine Halunken rumliefen. Zumindest nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Findet die Drolltons in der überschwemmten Stadt, ja. Müssen wir mal gucken, wo es durchgeht. Was ist das hier Schönes? Kommt man eh nicht rein. Dickicht. Und fliegen, überall hat's fliegen. Ibaba. So, weiter im Text. Da ist eine Markierung. It was autumn. The maple trees were in full color. Oui. Red as blood. Das ist ja ein gruseliger Sumpf. Nebel und Zimpfe. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. Aha. The vigilantes had spread out wide and pretty soon I couldn't see anybody. Ja, das mit der deaktivierten Wegeanzeige, das habe ich gemerkt. Da ist nicht viel passiert, als ich geklickt habe. Kann man hier absaufen oder? Naja, jetzt liegt mal wieder irgendwo ein Nugget. Dann werden wir nicht gleich absaufen. Was die bringen? Keine Ahnung. Egal, wir brauchen nicht Nuggets, wir brauchen die Drolltons. Also, hier haben wir wieder Orientierungsmarken. Scheint nicht allzu tief zu sein. Oh. Ei. Except for some bitches ahead of me wanting to leave home. Okay. So I had to face them alone. Jetzt haben wir die anderen verloren. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Das frage ich mich eben auch gerade, warum die nicht angelaufen kommen. Cool, hehe. Distanzschuss mit einer Pistole gibt's auch nicht jeden Tag. Das war nicht ich, das war geskriptet, aber sah trotzdem geil aus. Komme ich hier rein? Nee. Lauter kaputte Häuschen. Und hier ist irgendwie Krach. Und das ist eine Kunst für sich, sich hier zurechtzufinden. So ganz ohne Wegemarkierung. Das Anzeige. Hier? Ja. Ich würde mal sagen. Ja, tatsächlich. Not yet. But I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Und Hunde höre ich auch gerade. Oh, hier ist was los. Action! Und Holz im Weg. Ja, erzählt dir nur ein bisschen. Ich kriege euch. Hehe.
Und sonst mache ich es dann nochmal. Nee, das klappt schon. Keiner mehr da? Sag mal. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Da blinkt doch was. Oh, und ich höre Nachschub. Es war fast ein bisschen zu nah, das Fass. Oh, Dynamit. Huch. Und wo kam das? Ihr Schurken. Hier sieht man nichts. Ui, das ist wieder so ein Schrotflintenkollege, der 10.000 Schüsse braucht. Dafür haben wir die Konzentration. Ich bleib bei dem Gewehr. Hier ist ja noch ein Schrotflintenmensch. Richtig was los hier im Sumpf. Oh, ja, richtig was los hier im Sumpf. Boing, das war dann wohl eine Dynamitstange. Sehr gut gemacht. Wo starten wir? Hier nochmal. Ah, okay. Hat eh Spaß gemacht. Aber wenn ich jetzt sage, dass ich mich absichtlich töten habe lassen, damit ich es nochmal spielen kann, glaubt mir das eh keiner. Und das zu Recht. Da war doch rechts noch so ein Kerl, genau. Den Hut von der Rübe geballert. Mal hier durch. Ja. Ui. Da habe ich wohl irgendeine Bombe oder was getroffen. Beziehungsweise war da so ein Fass, keine Ahnung. Aber die Explosion hat mir gefallen. Das versuchen wir gleich mal mit Dynamitstangen nochmal. Ah, die waren zu weit weg. Schneller laden. Oh, Dynamit. Weg, weg, weg. Eieiei. Ja, das war vorhin schon mein Verderben. Ganz schön heftig. Oh, gibt's doch nicht. Tja, ich habe mich gerade so schön gefreut, dass ich den anderen so gut getroffen habe. Da habe ich die blöde Dynamitstange nicht gesehen. Beziehungsweise als ich da gesehen habe, war es zu spät. Boing, schon wieder ein Schuss ins Holz. Aber jetzt. So, und jetzt auf die blöden Dynamitstangen aufpassen hier. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Aber es hat schon einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad, das muss man schon sagen. So, Schrotflinte ist zwar irgendwie mit diesen blöden zwei Schüssen. Aber versuchen wir es mal so. Primär muss ich einfach drauf gucken, dass mir hier nicht die Dynamitstangen und die Ohren fliegen, beziehungsweise ich halt reagiere. Da, jetzt habe ich schon mal Schwein gehabt, denn ich sag's noch und dann habe ich mich doch wieder zu sehr auf den anderen konzentriert. Sieht sie auch nicht gut. Jetzt wird aufgeräumt. Munition. Ui, der war schon ziemlich nahe. Da kommt wieder Dynamit. Hier kann man ja doch auch durch eigentlich, aber erst nochmal Muni holen. Und dann mal sachte anpirschen. Ich
glaube, das ist gar keine schlechte Taktik, wenn man hier mal die Seite wechselt. Da ist nichts mehr drin. Irgendwas knarrt doch hier. And my reinforcements was nowhere to be seen. Point being, I was under serious attack. Serious attack. Kill Greaves! Wo? Wer? Da hinten. Das war, glaube ich, 200 Meter daneben. Aber jetzt. Oh, neuer Level. Da drücken wir doch glatt mal U. Und tiefe Taschen, Ranger. Adlerauge. Visieransicht verlangsamt die Zeit. Geht nicht. Ruhige Hand. Nehmen wir die halt. Zusätzlicher Zoom beim Zielen. Das klingt gut. Zoom kann man ja nie genug haben. Da glitzert's. Schön. Munition hätten wir wieder. Kann ich hier durchballern? Geht das? Ja gut, die ballern da die Holzlatten sowieso weg, von daher. Dann die Musik dazu. Es ist schon ein Wildwestfest. Das klingt doch irgendwie danach, als wäre da noch einer. Genau. Nö. Nix über Dad. Aha. Der hat doch glatt die Position gewechselt, der Vogel. Bam. Das hätte ich auch vorher machen können. Das bringt sehr viel, wenn eh schon alle tot sind. Aber sieht cool aus. Wow. Da glitzert's nochmal. Können wir nichts nehmen. Hat's umsonst geglitzert. So. Wie komme ich da jetzt hoch? Ah. Baumstumpf. Dann wären wir jetzt hier oben. Blöd, wenn man drückt, passiert nichts. Beziehungsweise die Wegfindung, meine ich. Aua. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course I followed them. Ich hab's ja geahnt. But that goddamn swamp was like a goddamn maze and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Verirrt habe ich mich schon lange. Aber wo sind sie denn jetzt, die Halunken? Hier geht's wieder nicht durch. Hallo? Steve? Da ist einer eingepennt. So, I just started walking. And pretty soon... Der hat ja einen seligen Schlaf. Und vor allem einen lauten. Hier wäre wieder ein Fass gewesen. Verirrt. Ich habe mich verirrt. Doch hier durch. Irgendwie dachte ich vorher gerade, von hier sind wir gekommen. Ist das nicht die Hütte? Nee, offensichtlich ist es eine andere Hütte. Steve! Steve! No, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Oh je. Da kommen sie. Indians? There were Indians? No.
I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Das ist wohl so mit den heiligen Banden. Würde ich so mal unterschreiben. Ja, laden wir hier mal nochmal nach. Und gucken uns um und beschließen, wir machen den Rest dieses Sumpfgebietes in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.